Hi, in diesem Video schauen wir uns mal an, wie man denn Bilder von Wasserfällen, die im Herbst aufgenommen wurden, ganz gut bearbeiten kann, wie man dort so ein bisschen die Farben unter Kontrolle kriegt, die auch relativ natürlich aussehen lässt und einfach einen ganz schönen Bildlook bekommt aus den RAW-Dateien der Kamera. Dazu zeige ich dir in diesem Video die komplette Bearbeitung von diesem Bild hier rechts. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du vom von der RAW-Datei hier links eben zum fertigen Bild kommst. Erkläre dir dabei so ein bisschen, worauf es bei Herbstbildern ankommt, was da zu beachten ist, weil es doch immer ganz schwierig ist, da die Farben auch richtig hinzubekommen. Ihr seht es vielleicht hier jetzt links in diesem Bild. Es war ein bisschen grauer Tag, es hat nicht geregnet, aber es war jetzt auch kein Sonnenschein pur. Also die Farben sahen jetzt so vor Ort ein bisschen langweilig aus, ein bisschen düster. Und wir werden das eben in Lightroom wieder hinbekommen und daraus eben ein ganz ansehnliches Bild herauszaubern. So, ich habe unsere RAW-Datei schon mal in Lightroom importiert, einfach damit es ein bisschen schneller geht. Das ist jetzt unser Ausgangsbild. Ich kann mal kurz die EXIF-Daten dazu zeichnen. Ich habe es mit einer Fünftelsekunde aufgenommen, bei einer Blende von 6,3 ISO 100 und mit meinem Zeiss 24 bis 70 mm Objektiv für die Sony A7R und natürlich auf einem Stativ. Ich hatte auch einen Polfilter dran, der ist gerade bei Wasserfällen und bei solchen Herbstfarben, bei so Bildern im Wald immer sehr, sehr wichtig, um einfach alle Farben natürlich zu kriegen, weil die Sonne scheint immer eben drauf, auch wenn man sie gar nicht sieht, auch wenn quasi Wolken am Himmel sind, die Sonne ist trotzdem da und wenn ihr eben einen Polfilter verwendet, dann kommen die Farben ganz anders rüber, kommen viel satter rüber, auch wenn man das jetzt hier nicht so unbedingt in diesem Bild sieht. Außerdem wird das Wasser zum Beispiel immer so ein bisschen so, ja, nicht so tiefes Wasser hat, wird es eben ein bisschen durchsichtig und gibt auch einen ganz interessanten Bildlook. Können wir nochmal kurz schauen, ich habe noch ein paar mehr Bilder aufgenommen, zum Beispiel hier habe ich auch den Polfilter verwendet und einen ND-Filter, gibt immer zusammen auch einen ganz coolen Bildlook, einfach weil das Wasser so ein bisschen durchsichtig wird, mal so ein bisschen mehr Details halt auch hat und die Farben einfach deutlich kräftiger werden. So, nun aber wieder zum Bild. Genau, noch ein kleiner Tipp, weil viele auch immer bei Wasserfällen gerne so 30 Sekunden oder so belichten, mache ich auch manchmal ganz gerne, passt aber nicht immer. Zum Beispiel bei diesem Wasserfall war es mir eben wichtig, eine nicht so lange Belichtungszeit zu haben, um einfach die Form vom Wasserfall auch nicht so kaputt zu machen, weil wenn man zu lange belichtet, dann wird eben irgendwann dieser ganze Wasserfall nur so ein bisschen matschig, man sieht zwar noch, wo das Wasser hingeht, aber wenn man eben kürzer belichtet, zum Beispiel hier sieht man, dass dort noch so ein bisschen so das Wasser dann so blubbert, so ein Strudel ist, wie hier so die einzelnen Tropfen wirklich runterfallen und es sieht so ein bisschen mehr eingefroren aus. Natürlich muss man schon eine gewisse Länge haben, dass man nicht, weil es sieht immer cool aus bei Wasserfällen eine Langzeitbelichtung zu machen, allerdings nicht zu lang, weil sonst eventuell die Gefahr besteht, dass eben diese schöne Struktur kaputt geht. Manchmal passt es natürlich auch, wenn man ein bisschen länger belichtet, zum Beispiel bei den unterschiedlichsten Formen von Wasserfällen. Kann ich auch mal kurz ein Bild zeigen. Hier zum Beispiel hatte ich so einen ganz interessanten Wasserfall, der wie so ein Schleier irgendwie über diesen Stein runtergetropft ist. Da sieht es zum Beispiel aus, wenn man auch 30 Sekunden oder länger belichtet. Das waren, glaube ich, 30 Sekunden hier. Der wird halt wirklich alles so ganz weich und ganz so richtig eingefangen und das sieht auch ganz cool aus. Hier auch wieder mit Polfilter kriegen wir eben so einen schönen Look, kriegen so ein bisschen durchsichtig und auch einfach satte Farben hin. So, jetzt fangen wir aber wirklich an mit der Bearbeitung. Das waren nur so ein paar Tipps am Rande. Und zwar ist natürlich auf den ersten Blick das Bild mal ziemlich zu dunkel aufgenommen. Deswegen hellen wir es hier einfach mal ein bisschen auf. In Lightroom ist ja kein Problem mit dem Belichtungsregler hier. Und dann setzen wir als erstes mal den korrekten Weißabgleich. Jetzt ist es so, dass hier die Grüntöne mir etwas zu gelb rüberkommen. Deswegen würde ich jetzt hier den Weißabgleich ein bisschen nach links ziehen, also ein bisschen ins Bläuliche rein. Vielleicht ungefähr so. Mit den lila Tönungen, Magenta hier, ändern wir mal nichts. Das passt eigentlich so. Und so sieht schon mal ein bisschen natürlicher aus. Natürlich ist generell ein bisschen wenig Farbe im Bild, aber darum kümmern wir uns dann gleich. Kontrast, denke ich, passt erstmal. Jetzt machen wir wie immer erstmal ein bisschen die Lichter runter. Mein Standard-Workflow, falls ihr schon mal eins meiner Videos gesehen habt. Wie immer erstmal die Lichter ein bisschen runter, dann die Tiefen hoch natürlich ein bisschen. Hier müssen wir jetzt nicht ganz so krass wie zum Beispiel bei einer Gegenlichtsituation vorgehen. Sonst mache ich natürlich manchmal Lichter minus 100 auch.
Da wir aber hier jetzt keine wirklich hellen Bereiche im Bild haben, wo wir mehr Dynamik rausholen müssen, reicht es hier vollkommen, wenn wir einfach so ungefähr minus 35 so rum einfach bei den Lichtern gehen und auch bei den Tiefen einfach so vielleicht bis plus 40 oder so, aber müssen wir nicht zu eich aufhellen. Dann brauchen wir natürlich den korrekten Weißpunkt, den setzen wir, indem wir die Alt-Taste wieder gedrückt halten und unseren Weißregler eben so lange bewegen, bis es so ein bisschen anfängt leicht auszubrennen, so ein paar Stellen eben hellweiß schon sind, so bis plus 40 ungefähr, weil hier ist ja auch das Wasser so ein zentrales Element im Bild, was ja auch direkt ins Auge stechen soll, also es muss schon auch ordentlich hell sein und soll auch so wirklich ganz rein und weiß ausschauen, deswegen ist hier wichtig, dass wir den korrekten Weißpunkt auch setzen. Den Schwarzpunkt, darum müssen wir uns auch noch kümmern. Da nehmen wir einfach die Schwarztöne, gehen ein bisschen ins Minus, bis so ein paar Stellen eben schwarz sind. Ja, so minus 20, denke ich, könnte passen. Wollen es ja nicht zu dunkel haben. Irgendwie sowas. Und jetzt wie immer, Klarheit nicht plus. Sieht unnatürlich aus, sieht katastrophal aus bei diesem Bild sogar. Sondern leicht ins Minus. Da wir hier nicht so stark die Lichter eben abgedunkelt haben und die Tiefen erhöht, müssen wir auch nicht minus 20 Klarheit machen, sondern reicht eben wirklich, wenn wir so ein kleines bisschen ins Minus gehen, vielleicht so minus 5 rum, ist hier schon perfekt. Jetzt kümmern wir uns als nächsten Schritt so ein bisschen um die Farben hier, damit wir auch ein bisschen mehr Bildwirkung, die schönen Herbstfarben rausholen, ein bisschen mehr Bildwirkung erzielen. Und das machen wir einmal, indem wir ein bisschen die Dynamik erhöhen. Dadurch kriegen wir schon mal ein bisschen mehr Farben ins Bild. Aber hier auch nicht zu stark, weil das sieht natürlich einfach unnatürlich aus. Also jetzt mal hier der Extremfall, Klarheit hoch und solche Farben, ja, sind wir uns natürlich einig, dass das nicht gut aussieht. Deswegen immer aufpassen, dass es einfach natürlich wirkt. Mit den Farben nicht übertreiben und auch mit dem Kontrast mit der Klarheit nicht übertreiben. Vielleicht hier so plus 20 bei Dynamik. Sollte ganz gut aussehen. Jetzt können wir diese Farben noch ein kleines bisschen vielleicht verstärken, so Sättigung noch ein bisschen erhöhen und dann haben wir auch schon mal so unsere Grundbearbeitung hier gemacht. Wenn wir mal die Y-Taste drücken, sehen wir schon mal unser Vorher-Nachher. Da hat sich schon mal ein bisschen was getan, auf jeden Fall ist ein bisschen heller, wir haben ein bisschen sattere Farben, sieht schon mal ein bisschen freundlicher aus, aber trotzdem ist es noch nicht so ganz das, was wir haben wollen. Es ist noch ein bisschen zu wenig Licht im Bild, sieht noch so ein bisschen trüb aus und darum kümmern wir uns jetzt als nächstes. Die Farben sind ja auch somit das Wichtigste bei schönen Herbstbildern, dass die eben gut rüberkommen und deswegen können wir uns auch ruhig mit den Farben bei Herbstbildern ein bisschen länger beschäftigen, als wir das sonst tun. Dazu haben wir in Lightroom ja hier den Punkt HSL Farbe und so weiter. Wenn wir hier alle Regler eben aufklappen, zeigen sich uns alle verschiedenen Funktionen, die Lightroom hier zu bieten hat. Und da können wir mal so ein bisschen probieren, weil für meinen Geschmack sind jetzt die Blätter hier schon ein bisschen zu braun. Also sieht so ein bisschen langweilig aus, so ein bisschen braun. Ich würde sie gerne so ein bisschen rötlicher haben. Und das können wir zum Beispiel probieren, was hier der Rotregler macht. Also wenn wir nach rechts oder links gehen, es wird so ein bisschen, wenn man hier ganz genau hinschaut, hoffentlich kommt das im Video jetzt auch rüber, ein bisschen rotlicher. Aber zeigt noch nicht so die Wirkung, die wir wollen. Also lassen wir den Rotregler ungefähr wieder bei 0. Da brauchen wir nicht viel zu ändern. Probieren wir den Orange-Regler aus. Aha, da tut sich schon viel mehr. Ist natürlich zu krass, aber so ein bisschen Rot würde ich eben schon ganz gerne ins Bild bringen. Und vielleicht sowas um den Dreh minus 25 sieht doch ganz gut aus. Gelb. Schauen wir mal, was wir mit dem Gelbregler machen können. Weil ich möchte auch, dass das Grün ein bisschen natürlicher aussieht. Das war hier schon relativ spät im Herbst. Es ist nicht mehr so sattes Grün, wie es im Sommer vielleicht ist oder im Frühling. Schauen wir mal, was hier der Gelbregler, wenn wir den ganz nach links ziehen, wird es eher schon so rötlich, unser Grün. Also das wollen wir natürlich genau gegenteilig. Ich will es lieber ein bisschen satteres, ein bisschen reineres Grün. Und deswegen gehe ich hier mit dem Grünregler leicht nach rechts, einfach damit das Grün ein bisschen mehr wieder ausschaut wie im Sommer oder im Frühling, einfach ein bisschen frischer wieder aussieht. Und mit dem Grünregler eben genau das gleiche, wenn wir nach links gehen, wird es wieder gelblicher und nach rechts wird es noch ein bisschen bläulicher, wieder ein bisschen frischer, ein bisschen, ja, und ich denke so mit plus 10 sollte das eben ganz, plus 11 sowas hier, sollte das ganz gut aussehen. Okay, schauen wir uns mal als nächstes die Blautöne, die Aquariumtöne erstmal an. So das Bläuliche hier. Ich finde es immer ganz cool, wenn bei solchen Bildern das Wasser ein bisschen leicht türkis ist, so ein bisschen so einen türkisen Look hat.
auch nicht zu viel, aber so ganz leicht. Schauen wir uns mal, was der Regler hier tut. Ganz links unten ins Eck schauen, sehen wir, dass der ein bisschen Auswirkung hat, allerdings nicht viel. Von daher können wir den relativ lassen, einfach wie er ist. Schauen wir uns mal, was der Blauregler macht. Aha, der verändert komplett unsere Töne des Wassers. Wenn wir nach rechts ziehen ins Lilane und nach links eben ein bisschen ins Türkise. Und da können wir wirklich so schon minus 10 vielleicht so ein kleines bisschen ins Türkise gehen, weil ich das einfach immer ganz cool finde bei Herbstbildern. Das Wasser ein bisschen türkise, wirkt noch ein bisschen frischer. Das Wasser auch so, als würde es gerade aus einer Quelle einfach kommen und noch so schön bläulich sein. Gibt dem Bild auch nochmal ein bisschen mehr Dynamik einfach. Okay, wenn wir jetzt mal hier diesen HSL-Bereich ausschalten und anschalten, sehen wir schon mal, was sich dadurch getan hat. Also auf jeden Fall, die Blätter gefallen mir schon mal deutlich besser und auch das Grün sieht ein bisschen satter wieder aus und nicht mehr so langweilig. Und auch unsere Blautöne sind ein bisschen besser. Jetzt kümmern wir uns noch um die korrekte Sättigung hier der Farbtöne. Ich denke fast, dass wir dem Rot noch ein bisschen mehr Sättigung geben können, generell im Bild, dass die roten Töne verändert fast nur die Blätter, wenn man mal hier in die Mitte hinschaut zum Beispiel. Dass wir dem ein bisschen mehr geben können. Können wir ruhig bis plus 20 gehen zum Beispiel. Dann die Orangetöne, schauen wir mal wie die. Ja, das sieht auch schon viel besser aus, wenn wir hier ein bisschen mehr Farbe im Bild haben bei den Orangetönen. Jetzt nicht übertreiben, aber so plus 33 rum, sowas hier um die 30. Sieht doch schon ganz cool aus, gibt dem Bild auf jeden Fall mehr Wirkung und sieht schon mal viel freundlicher aus als davor. Als nächstes schauen wir uns mal die Gelbtöne an. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht viel machen. Die lassen wir einfach mal so, wie sie sind. Die Grüntöne. Grün ist ja so eine der zentralen Farben auch in dem Bild, weil es ja so ein bisschen auch sticht dann mit dem blauen Wasser und so ein bisschen mit den roten Blättern. So ein bisschen so einen Farbkontrast ergibt. Und deswegen können wir hier ruhig das Grün ein bisschen satter machen. Natürlich nicht übertreiben mit plus 100, aber so ein kleines bisschen ins Plus können wir hier schon gehen. Da können wir sogar fast bis, ja, so um die 50 rum hier gehen. Finde ich, sieht ganz fresh aus und passt eigentlich wirklich zum Bild. Schauen wir uns nochmal hier Aquarium an, ob wir damit noch ein bisschen das Türkis hier verstärken können. Können wir ruhig auch ein bisschen Plus gehen hier. Dann haben wir hier unten links noch ein bisschen mehr von diesem Türkis-Look, was mir eigentlich ganz gut gefällt. So. Okay, dann schauen wir uns noch ein bisschen hier den letzten Bereich an, nämlich den Luminanzbereich. Luminanz bedeutet einfach, dass wir noch die Farben heller werden lassen können, also noch ein bisschen mehr strahlen lassen können, leuchten lassen können, die einzelnen Farben aufhellen können. Und ich denke hier, probieren wir mal aus, was Rot zum Beispiel macht, wenn wir ein bisschen nach links oder nach rechts. Also hat hier fast keine Auswirkung, Rot. Von daher können wir Rot erstmal lassen. Orange brauchen wir, denke ich, sehen wir jetzt, dass wir voll die Blätter hier verändern können von der Helligkeit. Finde ich eigentlich ganz gut, wie sie waren, also da brauchen wir jetzt auch nicht viel ändern. Schauen wir uns als nächstes mal Gelb an. Wir haben hier vorne habe ich ein gelbes Blatt hingelegt, nochmal so ein bisschen als Kontrastpunkt. Das ist mir hier auch noch deutlich zu orange, darum werden wir uns aber später noch kümmern. Aber jetzt schauen wir, ob wir das Gelb ein bisschen mehr leuchten lassen können, dass es so ein bisschen mehr auffällt. Dazu können wir hier die Luminanz vom Gelb ein bisschen erhöhen und jetzt leuchtet schon mal so ein bisschen mehr hier unser Blatt vorne. Die Grüntöne können wir auch noch ein bisschen satter wirken lassen, indem wir da ganz leicht ins Minus gehen vielleicht sogar. Ungefähr so. Okay, sieht doch schon ganz gut aus. Teiltonung brauchen wir, glaube ich, dieses Mal nicht, weil mir eigentlich die Farben so ganz gut gefallen, wenn wir hier so ein komplette Farbe quasi drüberlegen über die Lichter oder auch über die Schatten, dann zerstört es, glaube ich, den Bildlook. Wir können es ja mal ausprobieren. Also ich glaube, sowas wird einfach hier unseren schönen Bildlook zerstören. Deswegen lassen wir das sein und lassen hier mal, brauchen wir hier keine Teiltonung. Und dann gefällt es mir eigentlich so schon mal deutlich besser. Wenn wir kurz auf den Vorher-Nachher-Vergleich schauen, sehen wir, dass sich da schon einiges getan hat. Vom düsteren und ja, nicht so satten, nicht so schön farbigen Ausgangsbild bis nun schon zum ganz kräftigen, schönen Herbstbild, was wir schon erzeugt haben. Trotzdem war es ja, wie schon erwähnt, so ein bisschen so ein grauer Tag. Es war nicht so wirklich freundlich draußen und ich mag es aber eher, wenn ein bisschen so der Look erzeugt wird, als wäre so ein bisschen Sonne da gewesen, so zum Beispiel hier oben bei den Baumkronen, wenn da so ein bisschen die Sonne durchschimmert. Und das können wir ganz einfach erzeugen, indem wir lokale Anpassungen verwenden. Also wenn wir hier zum Beispiel unseren Radialfilter nehmen
und uns hier einfach mal so eine Ellipse hinziehen. Hier einfach mal an die obere, also an den oberen Bereich des Bildes. Und jetzt machen wir wieder, stellen wir wieder sicher, dass die weiche Kante hier schon eher Richtung 100 geht, damit es einfach nicht auffällt. Und dann können wir hier schon mal ganz schön aufhellen. Ja, so kriegen wir schon mal so ein bisschen den Look von Sonne ins Bild. Und dann können wir fast noch einen zweiten hier reinmachen, noch so von links. Bisschen länglicher, dass die Sonne auch so ein bisschen da so reinscheint, so ein bisschen drehen. Ungefähr so. Und den können wir sogar fast bis hier runter gehen lassen. Mal aufpassen, dass der nicht zu hell wird. Und auch wieder unsere weiche Kante relativ groß ist, damit es eben auch nicht auffällt. Jetzt können wir es vielleicht ein bisschen gelblicher machen, um so ein bisschen Wärme noch durch die Sonne ins Bild zu bringen. So ein kleines bisschen hier. Ja, so gefällt es mir eigentlich schon wirklich sehr gut. Wenn wir uns das anschauen, mal kurz mit lokalen Anpassungen, also mit den Radialfiltern und ohne, können wir hier ein- und ausblenden. Und das macht doch einen deutlichen Unterschied, wenn wir einfach so ein bisschen mehr Licht ins Bild bringen. Und es wirkt doch schon viel, viel freundlicher, wirkt schon wie so ein schöner Herbstnachmittag und nicht mehr so trüb und grau. Ja, wenn wir uns jetzt das Bild so ein bisschen anschauen, was uns noch stört, was wir noch verbessern könnten, natürlich so ein bisschen lokale Anpassungen, noch ein bisschen mit dem Licht spielen. Ich finde, hier unten ist es ein bisschen unruhig. Da können wir ruhig ein bisschen das Ganze abdunkeln, zum Beispiel mit einem Verlaufsfilter. Ist jetzt nicht so interessant hier im Vordergrund der Bereich. Machen wir uns mal hier einen Verlaufsfilter einfach hin. Ziehen den so ein bisschen hier ins Eck und dunkeln den ein bisschen ab. Ganz einfach, weil es nicht so interessant ist hier im Vordergrund und man da nicht so unbedingt hinschauen muss auf den ersten Blick. Nicht zu stark abdunkeln, aber einfach so ein kleines bisschen schon können wir hier machen. So, vielleicht sollte man nochmal kurz nach dem Beschnitt schauen und auch nach den Profilkorrekturen, ob da alles aktiviert ist. Chromatische Aberration natürlich entfernen. Profilkorrekturen hat Lightroom schon. Upright-Neufunktion können wir natürlich benutzen, dass das Bild auch komplett gerade ausgerichtet ist. Hat sich da jetzt was getan? Okay, da hat sich nichts getan. Also ist es anscheinend schon gerade oder hat keine Korrekturen auch tatsächlich dafür gefunden. Verständlich, weil hier nicht so wirklich ersichtlich ist, was denn gerade sein soll und wie es denn ausschaut. Vom Beschnitt schauen wir nochmal, ob wir da vielleicht unten noch ein kleines bisschen abschneiden, weil es nicht so interessant ist. Und ansonsten können wir es, glaube ich, so lassen. Ja, so können wir es ungefähr lassen. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Worauf wir jetzt noch, wie gesagt, schauen, noch so ein bisschen das Licht komplizierter machen. Zum Beispiel hier der Stein ist ja eigentlich, hat eine ganz schöne Struktur, ist aber relativ dunkel geraten hier. Und auch da ist ziemlich dunkel geraten. Das können wir jetzt einfach mit einem Pinsel ein bisschen aufhellen. Jetzt nehmen wir uns den Pinsel und pinseln hier einfach etwas drüber. Auch da, der Stein ist zum Beispiel ganz schick. Und hellen das einfach ein bisschen auf. Ja, ungefähr so. Und dann sehen wir hier gleich viel mehr, so ein bisschen wieder so nass, einfach ganz schön aussieht. Und durch den Polfilter sehen wir jetzt auch, dass das einfach überall nicht spiegelt, sondern wirklich ganz satte Farben durchkommen. Und wirklich sehr wichtig in der Landschaftsfotografie, gerade bei Herbstbildern der Polfilter. Also kann ich nur empfehlen, weil das ist wirklich so einer der Effekte, die man dann in der Nachbearbeitung auch nicht mehr reinkriegt, die man wirklich vor Ort beim Fotografieren umsetzen muss, solche Sachen. Weil wenn du keinen Polfilter dabei hast, dann kriegst du das auch in der Nachbearbeitung nicht mehr diesen Effekt hin, den du mit Polfilter einfach erzeugen könntest. Und viele Farben wirken einfach viel schöner. Jetzt können wir schauen, ob wir da oben noch ein bisschen... Da ist mir vielleicht ein bisschen zu viel Grün, das Ganze. Können wir mal mit dem Pinsel drüber gehen, hier oben links. Und das Grün ein bisschen abschwächen, also das mit Belichtung. Lassen wir die Sättigung ein bisschen runternehmen. Belichtung, ja, passt eigentlich so ganz gut. Und gefällt mir schon mal. Schauen wir uns das mal ein bisschen an, wie es denn so ausschaut. Eigentlich schon echt top, wenn wir jetzt nochmal auf Vorher-Nachher schauen. Zack, hat sich schon wirklich viel getan, einfach viel freundlicher. Natürlich war das ein bisschen zu dunkel aufgenommen, gebe ich zu. War aber auch sehr dunkel an dem Tag, also war auch schon am späten Nachmittag. Und da haben wir auf jeden Fall was rausgeholt. Ist ja gar kein Problem, wir haben ja alle Informationen in unserem RAW-File und können dann einfach in Lightroom hier das ganz easy wieder aufhellen. Schauen wir uns mal noch ein bisschen das Schärfen an, damit wir hier auch
eine gute Schärfe ins Bild bekommen. Meistens nehme ich in Lightroom so eine Grundschärfe von um die 70 ungefähr, maskiere das Ganze dann, indem ich die Alt-Taste drücke, bis wir hier eben so ein bisschen, ja, sehen, dass nur noch die Kanten geschärft werden. So um die 80 können wir hier gehen. Jetzt werden nur noch die Kanten geschärft, können wir vielleicht sogar ein bisschen mehr Schärfe reingeben. So um die 70 rum ist immer ganz gut. Schauen wir mal, ob das Bild hier rauscht. Eigentlich gar kein Rauschen da. Von daher brauchen wir auch keine Rauschreduzierung. Farbrauschen können wir immer ein bisschen machen. Das verändert nichts an der Qualität. Reduziert aber noch ein bisschen Farbrauschen, falls was da wäre. Und dann sind wir soweit eigentlich durch. Vielleicht noch, was wir zum Schluss immer machen können, so ein bisschen noch, um den Blick mehr ins Bild reinzulenken vom Betrachter. Soll ja der Rand ein bisschen abgedunkelt werden, damit eben die Mitte noch so ein bisschen mehr rausleuchtet, das Wasser noch ein bisschen mehr leuchtet, einfach noch mehr zur Geltung kommt. Und das können wir nochmal mit einer leichten Vignette eben machen. Hier mit der Post-Crop-Vignette in Lightroom ist gar kein Problem. Und mal vielleicht zu minus 14 im Mittelpunkt. Bisschen mehr rein. So um die 30 rum und jetzt eine weiche Kante bei der Vignette. Und dann ist es eigentlich schon ganz schick. So. Dann gehen wir noch kurz in Photoshop. Dort habe ich nämlich noch einen kleinen Trick auf Lager, wie wir noch so ein bisschen mehr so einen leicht matten Look reinkriegen und es noch ein bisschen natürlicher wirken lassen und auch noch nachschärfen können in Photoshop mit dem Hochpassfilter. Dazu gehen wir einfach Rechtsklick aufs Bild, gehen auf Bearbeiten in und in Adobe Photoshop bearbeiten und dann dauert es kurz und das Bild ist in Photoshop. So, nun in Photoshop können wir noch so ein bisschen einen matten Look erzeugen, dass es ein bisschen nicht ganz so satt aussieht, sieht immer ganz cool aus, finde ich. Das machen wir einfach über die Tonwertkorrektur hier und können das nur ein bisschen hier, wenn wir den rechten, hier den Regler vom Schwarz eben ein bisschen rausziehen, dann werden die Schwarztöne nicht mehr ganz so satt. Machen wir vielleicht so auf plus 16. Und die Töne vom Weißen auch ein bisschen. Und dann machen wir hier oben wieder, damit es nicht ganz so hell ausschaut, das ungefähr auf plus 12. Das sind einfach Werte, die ganz gut ausschauen, die kann man sich merken. So hier ungefähr 16, 239 sieht ganz gut aus und 12. Und das tut einfach ein bisschen dieses Schwarz nicht ganz so hart machen, so ein bisschen so einen matten Look erzeugen. Wie es ganz cool aussieht. Außerdem finde ich es noch ein bisschen zu dunkel, deswegen hellen wir das Bild noch etwas auf hier. Und jetzt, wenn wir sehen, Tonwertkorrektur ist ein bisschen zu stark für unseren Geschmack, ein bisschen zu matt, machen wir einfach ein bisschen weniger hier von der Deckkraft, so um die 70 rum. Und dann hat es nochmal ein bisschen besseren Bildlook. Wenn wir uns das jetzt anschauen, eben vorher, nachher nochmal. Ist ein bisschen heller, ein bisschen nicht mehr ganz so kontrastreich, weil es doch schon ziemlich viele Kontraste sind, die aufs Auge hier wirken. Und so sieht es nochmal ein bisschen freundlicher aus. Jo, und dann sind wir damit fertig. Jetzt können wir das Bild, wie gesagt, noch schärfen. Dazu reduzieren wir eben alle Ebenen wieder auf eine Ebene. Und das machen wir mit dem Befehl Command Alt Groß und E. Auf Mac, auf Windows ist es dann Steuerung Alt, Shift und E eben. Und dann haben wir hier eine Ebene aus allen Ebenen. Und jetzt gehen wir einfach hier oben in Photoshop auf Filter, gehen auf sonstige Filter, Hochpass. Und dann dauert es kurz, lädt sich hier so ein kleines Fenster. Wir geben hier als Radius 3,0 Pixel ein, klicken OK. Und gehen hier bei der Überblendungsart der Ebene, also hier von dieser Ebene, die Überblendungsart auf weiches Licht. Und jetzt hat unser Bild nochmal viel mehr Schärfe abbekommen. Ich zoome hier mal rein, dann hoffe ich, dass man das im Video erkennen kann, weil es wirklich Wahnsinn, was dieser Hochpassfilter nochmal für Änderungen zeigt. Wenn man sich zum Beispiel mal hier einfach den Stein anschaut, ich mache mal jetzt ohne Hochpassfilter, mit, ohne, mit. Also richtig krasse Änderungen bei der Schärfe. Kann ich immer empfehlen, den Lightroom so ein bisschen vorzuschärfen, schon mit 70 und dann den Rest eben ausmaskieren, dass man schon mal eine gute Grundschärfe hat und dann mit dem Hochpassfilter nochmal letzte bisschen Schärfe rauskitzeln. Und dann sieht es schon ganz fresh aus. Was wir jetzt vergessen haben, ist uns um das Blatt zu kümmern in Lightroom. Das können wir natürlich jetzt auch hier in Photoshop machen, ist ja gar kein Problem. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Ich hätte es gern ein bisschen heller und ein bisschen gelblicher. Und dazu machen wir wieder eine Ebene.
Also wir können es natürlich auch mit Einstellungsebenen hier machen. Oder wir machen es mit den Reglern in Lightroom einfach. Und die kann man eben auch in Photoshop. Man hat eben dieselben Regler wie in Lightroom auch in Photoshop zur Verfügung, indem man einfach oben, also ich habe jetzt wieder alles auf eine Ebene reduziert, damit wir gut arbeiten können, indem man hier oben einfach auf Filter klickt und dann Camera Raw Filter. Und dann öffnet sich quasi Lightroom in Photoshop. Sieht ein bisschen anders aus, hat aber die gleichen Regler. Und Lightroom gab es ursprünglich auch gar nicht. Ursprünglich gab es eben nur Camera Raw in Photoshop, aber weil das vielen eben zu kompliziert war, hat Adobe eben auch für den Hobbyfotografen so eine Software namens Lightroom entwickelt und einfach dieses Camera Raw ein bisschen vereinfacht dargestellt, ein bisschen eine schönere Benutzeroberfläche. Wobei das im Endeffekt genau das gleiche ist hier wie unser Camera Raw. Jetzt nehmen wir uns auch wieder einfach den Pinsel. Gehen hier aufs Blatt ein bisschen drauf, hellen das minimal auf, also schon ein bisschen. Nicht zu viel, auch nicht zu viel Gelb reinbringen in das Ganze. Aber so sieht es doch ganz cool aus schon mal. Und ja, vielleicht können wir noch ein paar andere Sachen aufhellen, wenn wir jetzt sagen, so also ein paar interessante Steinformationen hier. Fällt uns ganz gut, können wir es noch ein bisschen heller machen, aber es ist auch Geschmackssache im Endeffekt, wie man das dann so mag. Und dann, wenn wir fertig sind, klicken wir einfach OK. Jetzt hat er hier auch noch Klarheit drin gehabt, nehmen wir wieder auf 0. Klicken dann einfach auf OK. Und ist quasi genauso wie in Lightroom, also hätten wir jetzt auch einfach in Lightroom noch mit dem Pinsel machen können. Habe ich jetzt vorhin vergessen, darum haben wir es jetzt hier schnell in Photoshop einfach nachgeholt. Und dann sehen wir, unser Blatt ist schon mal schön heller, sticht so ein bisschen mehr raus. Und dann ist das Foto auch relativ fertig. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Like, über ein Abonnement. Auch gerne über einen Kommentar, über irgendwelche Anregungen. Vielleicht hast du ja auch ein Thema, was dich interessiert, was du gerne mal sehen würdest, als Bearbeitung auch. Oder auch was anderes zum Thema Fotografie. Ich mache auch gerne andere Videos. Falls euch da irgendwas interessiert, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal bald wieder. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr da dabei bleibt. Ja, dann darf ich dir ganz zum Schluss auch noch kurz etwas ans Herz legen. Und zwar, falls dir dieses Video richtig gefallen hat, du merkst, ja, Lightroom funktioniert schon ganz gut, aber ich würde noch so ein bisschen, gerne ein bisschen mehr erfahren über Lightroom, wie ich Landschaftsbilder bearbeiten kann, dann kann ich dir meinen Videokurs empfehlen, indem ich innerhalb von 3 Stunden dir alles von Lightroom zeige, dir verschiedene, 5 verschiedene Bearbeitungen vorstelle und einfach genau zeige, wann ich wie vorgehe, auch bei Sonnenuntergangsbildern zum Beispiel, wie ich da die Farben hinbekomme. Und hier sieht man zum Beispiel ein Vorher-Nachher, also so war das Bild aus der Kamera und so dann das Bearbeitete mit Lightroom. Außerdem zeige ich zum Beispiel auch bei Nachtbildern, wie man da eben so ein bisschen mehr noch Dynamik erzeugen kann, so ein bisschen mehr rausholen kann. Oder auch aus langweiligen RAW-Files bei grauem Wetter oder wenn keine schönen Farben am Himmel waren, man auch trotzdem mal unterwegs war und dann noch was Cooles aus dem Bild machen möchte, wie man das rausholen kann mit Lightroom, sodass es dann doch noch ganz cool wirkt. Oder eben auch, wie man mit Farben umgeht, mehr Farben rausholt aus einem einzigen RAW-Bild, alle Informationen rauskitzelt und zum Beispiel auch mehrere verschiedene Spuren zusammenfügt, um eine durchgehende Lichtspur zu haben. Dann den Sonnenuntergang rettet, der eigentlich da war, aber auf der Kamera, also nicht so rauskam, auch auf den RAW-Dateien und so ein bisschen einfach mit Farben umgeht und dann letztendlich ganz coole Bilder hinbekommt, einfach mit Lightroom und mit immer wieder ganz einfachen Methoden, die einem so vielleicht noch gar nicht bekannt waren. Also ich freue mich natürlich, wenn du da einfach mal vorbeischauen würdest. Link ist natürlich unten in der Beschreibung drin. Schau einfach mal vorbei. Auf dieser kurzen Seite gibt es auch einen Trailer. Und der Videokurs kostet 10 Euro, ist über die Plattform Udemy verfügbar, gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Udemy ist die größte Videolernplattform online und bietet eben auch alle guten Funktionen. Und gibt auch viele andere gute Kurse zum Thema Fotografie, zu jedem Thema eigentlich. Und da würde ich mich freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja schon im Kurs.